Aber erstens wären die Feuerelementare dann ein Problem geworden. Orks sind leider doch nicht so feuerfest, wie Sarach sie hätte machen sollen. Und ja, Brander, die stärkeren Magier von den Orks. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir überhaupt noch eine stärkere Rune kaufen sollte. Boah, wir sind fast schon Level 28, ey. Das klappt dieses Mal viel besser als bei meinem allerersten Playthrough von Breath of Winter. Wahrscheinlich ist es wirklich hauptsächlich daran geschuldet, dass ich an ein paar Stellen mir die Grindzeit genommen habe. Und ich einfach durchgehetzt habe. Hier sind keine Truhen mehr, die man plündern könnte. Hier sind nur noch mehr. Gefallene. Wir speichern noch mal kurz. Auf meinen Befehl. Und ja, eigentlich müssten wir jetzt die Schattenklinge rausholen, um den Fear Dark zu töten, aber das können wir auch so. Wir mussten die Klinge ja nur einmal anlegen, um das Tor öffnen zu können. Der Fear Dark ist nah. Rüste dich mit der Schattenklinge. Senven, Herrin! Schnell, ihr müsst mit uns kommen! Lena! Wenn du willst, dass etwas getan wird, dann tu es selbst. Dafür wirst du zahlen, Monstrum! Du solltest mir dankbar sein, dass du durch meine Hand sterben darfst, Mensch. Wenn meine Herren erst wieder diese Welt regieren, bekommt Leid eine ganz neue Bedeutung. Ich hätte mir ja mehr Zeit für dich genommen, aber du verstehst. Ich bin in Eile. Was soll ich machen? Sterben. In die Schlacht! Sie kreisen uns ein! Okay, da Katzin haben meine Leute die... den letzten Schrei zerstört. Lena ist tot. Vom Fear Dark getötet. Jetzt töten wir den Fear Dark, der Level 30 ist.
scheinbar nicht viel machen kann, wenn er halb eingefroren ist. Oder komplett eingefroren ist. Stimmt ja, er war ja am Anfang eingefroren. Mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte gibt er mir. Wow, saumäßig viele. Was? In den Abgrund, ja. Sprecht mit Selvin, wenn ihr sie befreit habt. So, der Fjalldak hat nochmal sehr starke Zauber. Unverwundbarkeit. Ist es Weißmagie? Segnung, aber Segnung benutzen wir nicht. Gut. Ich brenne ein bisschen. Ich trauere um eure Gefährtin. Sie war eine mutige Frau. Das war sie. Ihr seid Menschen, nicht wahr? Ich erinnere mich an Geschichten. Viele Jahre hat das Eis euch von der Welt getrennt. Das Eis. Aren, ist er erwacht? Noch ist er schwach, aber die Berge erzittern bereits von seiner Wut. Ich muss zu ihm, der Bund. Sein Zorn wird schrecklich sein. Meine Magie kann mich nach Norden bringen, aber was ist mit euch? Ich habe eigene Wege zu gehen. Dann treffen wir uns im Norden. Eilt euch. Aren muss besänftigt werden. Gut, sie portet sich weg. Wir haben die Quest in den Abgrund abgeschlossen. Rückkehr nach Tirgana. Ja. Nun, dass Selvin befreit ist, muss der Frostweber besänftigt werden. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Trefft Selvin in Tirgana. Selvin ist frei. Sie wird nach Tirgana zurückreisen. Trefft sie dort. Hab ich vor. Vorher mal kurz Quake besuchen. Hier ist ja eigentlich auch alles ruhig. Ich frage mich immer noch, warum das Fitzelchen hier aufgedeckt ist. Wegen dem Seelenfels? Ja, wahrscheinlich wegen dem Seelenfels. Gut, Craig hat uns nichts mehr zu sagen, aber wir können noch mal das Portal in den Abgrund nehmen. Jetzt da alles weg ist und dunkel ist, müssen wir sehen, ob wir irgendwas übersehen haben. Also Imperiale, die wir noch plündern können. Aber lief besser, als ich gehofft hatte mit dem Erfahrungspunkten im Abgrund. So, jetzt sollten unsere weg sein, ja. Senven weg, Lena weg, Willit auch weg. Tja, der Abgrund ist jetzt damit auch leer. Dafür sind überall jetzt wieder Tiere. Also ja, die Tiere und die Bäume, die werden alle... Wobei die Bäume nicht ganz so wirklich. Aber das meiste wird halt wieder zurückgesetzt. Ja. Ja, ja. Die Kiste haben wir geleert. Hier ist alles dunkel, das heißt, hier gibt es keine Kiste. Ja.
Das heißt, das war's für uns hier. Also auf in die Elfenstadt. Als erstes das Monument mir in Anspruch nehmen. Dann können wir in Ruhe mal verkaufen. Hey jo, dann können wir endlich mal unseren Prinzeps beschwören. Also ja, toll, dass wir eine Sonnenmünze gekriegt haben. Hätten wir eine Sternmünze gekriegt noch, wäre es schöner gewesen. Aber ist jetzt nun mal so. Ja, das ist unser Prinzeps. Zu Befehl. Schlachtenring? Stärke, Ausdauer. Nö, da ist mit der da doch lieber. So, bei dir verkaufen wir jetzt erstmal die beiden Runen. Können noch den Topas und die Sonnenmünze verkaufen. Und alles, was wir so haben an Zaubern. So. Jetzt könnten wir uns sehr viele Runen leisten. So, Elone. Senven ist jetzt da oben, wo die Hohepriesterin vorher war. Ihr habt es geschafft. Senven ist frei. Oh, das Volk der Elfen dankt euch von ganzem Herzen. Wo ist Lena? An einem besseren Ort. Tot? Ihr Götter, warum sie? Warum? Nicht ich? Glaubt mir, ich wäre ebenso für sie gestorben. Aber ich bin an dieses Leben gefesselt. Ich kann nur mit ansehen, wie meine Freunde sterben. Immer und immer wieder. Dann werden wir beide Lena in unseren Herzen behalten. Auf der langen Reise, die noch vor uns liegt. Ja. Das ist das Los des Runenkriegers. Nicht altern, nicht sterben. Beziehungsweise nicht endgültiges Sterben. Wir erinnern uns an das Opening von Order of Dawn.
verdammt zu ewigem Leben und ewigem Sterben. Immer wieder geboren werden.